eine sehr gute Variante des Ausfallschritts rückwärts, die noch mehr die Rumpf- und Hüftstabilität betont, ist die, dass man ein Sandbag oder zur Not eine Kettlebell beim Schritt nach hinten diagonal zum äußeren Bein führt. Und wenn man noch einen anderen auf der Schulter hat, macht das das Ganze anspruchsvoller. Das heißt, von hier aus möglichst aufrecht bleiben. Von der Seite gezeigt, zum vorderen Bein hin. Und möglichst aufrecht bleiben. Bei der Variante mit einer Kettlebell muss man aufpassen, dass man die sich nicht ans Knie haut. Wenn man zwei Kettlebells nimmt, ist die andere in der Rack Position. Ansonsten bleibt alles gleich, möglichst aufrecht bleiben.